mein Gott. Ein Ufo. So, da sind wir wieder. Entschuldigt, mein Headset hat sich ein bisschen dünn gemacht hier. So, jetzt aber. Ja, wir sind hier wieder am Start auf so einer Psycho-Map. Ja, wir haben hier 1000 Weihnachtsbäume, Riesenräder. Oh, wir haben hier Michaels Sohn die ganze Zeit erschossen. Er läuft. Er hat Geschenke bekommen. Zwei Riesenräder. Direkt drei, warum auch nicht. Hier haben wir Monster Trucks. Ach cool, guck mal. Auch geil. Ah, Hammer! Guck mal hier, der Dominator. Imponte oder was auch immer. Das ist auch geil, das Ding. Kann man den irgendwie... Der hat keine besonderen Fähigkeiten oder so? Jedenfalls jetzt nicht hier so. Aber geil ist Teil. Der ist besonders gut gepanzert, scheint es mir einfach nur. Nehmen einfach mal den Heli da, mal schauen, was wir so finden und sehen. Voll die Mod-Tour hier in letzter Zeit war. Die UFOs, ey, oder Kracher, ey. Da weiß man gar nicht, was man als Thumbnail nehmen soll. Hey. Okay, aber ich glaube, das scheint es gewesen zu sein. War jetzt nicht unbedingt spektakulär alles. Thumbnail-Modus. Wollen die auch mal Licht machen? Yeah. Das ist doch der... Wie heißt der? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, den gibt's, glaube ich... Gibt's den online überhaupt in dem Design? Ich meine nicht, ne? Warum der hier die Monster Trucks reingemacht hat, frage ich mich nur. Die sind jetzt nicht so... unzugänglich oder sowas. Die UFOs hier, ey. Aber sonst steht ja hier nichts. Er sind frei. IB steht da drauf, Hauptsache, weißt du? Hä?
Ja, läuft. Hello. Ich bin unglaublich. Ich laufe auf der Luft. Wie das einfach nur aussieht hier. Wine, what? Großes Kino an der Pferderennbahn. Vor allem die Riesenräder, wie die einfach nur mal sinnlos da rumstehen, ne? Warum moddet man sowas? Ist Langeweile oder was? Guck, wie das von oben aussieht. Unglaublich, ja. Die Riesenräder verschwinden. Die UFOs sehen auch unglaublich aus. So dreifach Titten. Hier regnet's irgendwas Komisches. Hä? Hier regnet's Steine irgendwie. Das sind Steine oder sowas. Hier regnet Steine. Hat der die Animation her, frage ich mich. Wo die Animation her ist, würde ich gerne mal wissen. Das ist so komisch. Oder was soll das sein? Ja, guck mal, voll die Brocken. Bestimmt von irgendeiner Cutscene oder so. Da FIB oder so, wo das da gesprengt wurde, ist bestimmt davon irgendwie eine Animation hier reingemodelt oder so. Lustig. Wie gesagt, da sieht man wieder, was alles in GTA so möglich ist. Ich bin bescheuert. Hier regnet es einfach mal Steine. Warum auch nicht? Irgendwann bauen die hier eigene Städte, sage ich euch schon. Wenn die schon so einen Scheiß mittlerweile hinkriegen. Es regnet Steine. Meteoritenhagel. Gucken, wie weit das nach oben reicht. Ja, hier ist schon Ende, aber weit geht das nicht. Hm, ist ja lustig. Hagelt das überall so? Nee. Das ist ja mal lol, ey. Das ist wirklich mal was Neues, das habe ich echt noch nie gesehen. Das, ja. Bescheuert. Hat man vorhin gar nicht gesehen, so im Dunkeln.
Hm. Wer weiß, vielleicht auf. Oder ist das hier alles? Oder ist irgendwo was versteckt? Nee. Huch! Wollte ich den Weihnachtsbaum kaputt machen? Boing! Was steht denn da? Das sind nur normale Autos. Läuft, würde ich sagen, ne? Ja, Start, Finish. Lustig. Was ist das denn wieder für ein Scheiß? Der läuft, würde ich sagen, ne? Boah, Taschen. Boah, gleich stürzt hier alles ab. Aber das mit dem Stein ist voll gestört. Ja, hey, ich hab aus dem Helikopter geschissen und dann hagelt es plötzlich. Lustig. Die UFOs haben auch gratis Bedachungen, die man nicht sehen kann. Edle Suppe. So, das war's. Ja, Freunde. Zwei verrückte Folgen. Mal sehen. Ich gehe mal davon aus, dass es in der nächsten Folge wieder normal weitergeht. Also denn, wir sehen uns. Euer Onkel. Ciao.